Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Level. Freies Spiel Darth Sidious. Wir hatten es gerade gesehen, dass ich Mace Windu mit dem Machtblitzen von Darth Sidious weggeschleudert habe. Das war eine Anspielung auf Star Wars. Also auf einen bestimmten Film. Naja. Gut, da haben wir schon das erste. Das einfachste, ohne zu sterben, haben wir das bekommen. Und hier vorne soll auch irgendwas sein. Achso, ja, stimmt. Schön, dass so ein Droide Klone befehligen kann. Habe ich das gerade irgendwie alleine zerstört? Das ist irgendwie, die Klone haben, glaube ich, nur Jar Jar umgebracht. Haben nicht auf das Ziel geschossen. Okay, da vorne, die Maklerwache hier zerstöre ich auch noch kurz. So. Mann, geh kaputt. Los. Danke. So. Okay, ich sehe, was wir machen müssen. Oder was das ist. So, Giranda. So. Einmal nach oben. Einmal nach unten. Einmal weg. Noch einmal nach unten. Habe ich eben, als ich das nach oben getan habe, nach unten gesagt. Ergibt Sinn. Nummer 1. Ach, da brauche ich das nicht. Da mache ich das einfach so. Mit Jango Fett rüber hier. Mit euch. Ja, ich wusste es doch, da lebt noch einer, sogar zwei, glaube ich, waren das. So, 3 von 10. Oder Sidious macht ja, kämpft ja eher mehr mit seiner Macht als mit seinem Lichtschwert. So, gibt es in meiner Erinnerung auch einen Lichtschalter? Dann das. Das. Ein bisschen Billardtisch spielen. Ja, die weiß ich nicht. Ja, das ist ja komplett falsch. Jetzt werde ich ja auch noch farbenblind. Nein, lass rot drin. So, Nummer 4 von 10. Und hier links wird noch irgendwo was angezeigt. Soll ich nochmal zurückgehen? Habe ich was verpasst vielleicht? Ja, habe ich. Die Lampen hier. Die Lampen. Die Lampen hier. So, 6 von 10. So, dann kommt jetzt ja, glaube ich, der Kampf mit Grievous. Ich glaube, hier ist nichts. Okay, doch noch nicht. Hab schon einen Raum weitergedacht. Ach, das ist wieder sowas. Ach, falsch.
Der hier kann das. Diese Druiden hier können einfach alles. Und sind nebenbei auch noch Kopfgeleger. Und haben ein Scharfschützengewehr. Und das ist blöd. Ja gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der da rein kann. So, ich muss ja... Das sollte ich am besten erstmal rausziehen. Wäre deutlich schlauer. So, Nummer 1 und Nummer 2. Ich sagte Nummer 2. Ich wollte eben nur noch mal kurz gucken, ob ich da nichts übersehen habe. So, jetzt sind wir hier im Raum. Ach, das mache ich anders. Das dauert mir sonst zu lange. So. Danke, Spiel. Waren das schon alle? Ne, da oben hängt noch eine. Eine Magnawache ist hier noch. War hier noch. Ah, so. Ergreif. So, ein Bein noch und ein Arm noch. Bein ran und Bein Arm ran. Das ist kein Bein. Kommt Grievous jetzt? Ja. Ich dachte, der kommt vielleicht nicht. Dass der Bosskampf im freien Spiel übersprungen wird. Aber nein. Toll. Das war meine Waffe. So. Ich würde auch gerne mal ganz kurz das hier machen. Und mal gucken, wie viel Geld ich dadurch kriege, wenn ich hier einfach mal so durchgehe. Okay, ich dachte, es gibt mehr. Aber ich glaube auch, da sind gerade einige Sachen... Nein, ich will nicht das Laser... Jetzt habe ich ein grünes noch dabei. Ich glaube auch, ein paar Sachen sind da noch kaputt gegangen, als er die Decke heruntergeholt hat. So. Achso. Jetzt muss der Spinnen-Grievous da auch noch angegriffen werden. Ein Leben noch und der haut ab. Oder auch nicht. So. Ich bin schneller als er. Okay, hier die Lampen. Das Ding. Die Lampe und hier links ist auch noch eine. Okay, das waren alle. Ah, ja, super. Das sollte nicht passieren. So, machen wir schnell mal so. Dann so. Nein, falsch, pack das doch weg. Oh, wir brauchen eigentlich ja nur das hier. Vielleicht doch noch irgendein Teil mehr. Ja, das hier ist sogar ein bisschen zu viel. Dann Jar ist tot. Und so. Jetzt müssen wir auch noch gegen den kämpfen. Wie viel haben wir? 7. Okay, dann müssen wir wohl doch noch einen Raum weiter. Oh. Hey, wie kommt der jetzt hier hin? Ist gerade einfach gespawnt. Vielleicht keinen Kampf mehr gegen ihn? Ja doch, vermutlich. Oder auch doch nicht. 1 von 10. Okay, da gibt es dann auch noch im nächsten Raum
wieder welche. Gut, dann lass mich mal durch. Dann gehe ich hier raus. Ich muss tatsächlich nicht gegen die kämpfen. Einfach übersprungen. Ja, der hat ja eh keine Chance gegen mich. Und 10 von 10. 9 von 10. Und dann nur noch diese Teile hier. So. Einmal das. Ja, ach, kaputt gehen vielleicht? Danke. Ey, was? Hörst du? Achso. Warum geht denn das nicht? Na, endlich. Hat ja lange genug gedauert. Die Lampe war wohl ein bisschen robuster als die anderen. So, ach, das ist, kann nicht wahr schon. Das kann nicht wahr sein, schon wieder so eine. So. Der Raketenwerfer macht das schon. Genauso wie das. Ey, das ist, die Rakete ist an ihm abgeprallt. Sieben von zehn. 8 von 10. Verdammt. Du gehst kaputt. Jetzt. Sofort. Ach, das kann nicht wahr sein. Ah, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. So, letzte Lampe. Bitte sei direkt zerstört. Ach, das kann nicht wahr sein. Ich kann die halt nicht mal anvisieren. Das macht es noch ein bisschen schwerer. So, 10 von 10, raus hier. Blöde Lampen. Oh ja, Geld. Und es ist... so einer. Der hat auf jeden Fall die Endor-Uniform an. Okay, wir können aber noch mal ganz kurz. Welches ist denn das nächste Level? Rekruten. Ah ja, okay, ich weiß welches das ist. Das dauert ein bisschen länger. Aber wir können Schlacht von Geonosis ja machen. Nochmal kurz. Das ist ein relativ kurzes Level. Vor allem mit Super Speeder. Wir müssen das ja jetzt nicht nach der Reihenfolge, müssen wir generell nicht, einfach nicht nach der Reihenfolge machen, einfach so, wie ich es für richtig halte. So, dann einmal hier links, ist hier ganz, rechts meine ich. Ist hier noch was? Nein. Dann das hier. Jetzt haben wir sie dabei. Oh. Wir müssen Druiden zerstören. Fünfzig Stück. So. Okay, super. Kampfdruiden zählen auch. Also alles, was bei den Gegnern aus einer Kaserne rauskommt. Und da haben wir das Minikit. Dann gucken wir rechts. Hier rechts schon mal. Das ist übrigens links, wo ich wieder hinfahre. Wenn wir schon mal hier auf der Ecke sind. So, jetzt wäre es gut, den anderen Druiden dabei zu haben. Den einen Kopfgeldjäger. Und wer hat denn hier so dumm geparkt? Was jetzt? Achso. Das ist wahrscheinlich auf Zeit, vermute ich mal.
Aber bis jetzt läuft es doch ganz gut. Okay, der hat sich aktiviert. Ich dachte, der ist wieder hochgegangen. Aus irgendeinem Grund. Und geschafft. 3 von 5. Und hier rechts ist noch irgendwas. Hier brauchen wir auch einen Droiden. Ach, die Magnawache kann das. Und das ist auch so ein Mini-Kit-Spender. Haben wir. Wie viele? 4 von 5. 4 von 5, 4 von 10. Naja, wahrscheinlich 4 von 5. Dann würde das deutlich schneller gehen. Ja, und vermutlich auch nicht so viel Spaß machen. So, 2 von 10. Hier ist noch was. Okay, dafür brauchen wir einen. Ihn hier, R2D2. Und wir fordern irgendwas an. Ah ja, wir haben ein Leck Wir haben ein Leck angefordert. Nee, wir haben ein Auto angefordert. Na gut, ein Minikit haben wir. Aber ich nehme mal lieber wieder den Speeder. Damit wir auch was zerstören können. Vielleicht können wir auch das mit dem Fahrzeug plattfahren alles. Aber mit dem können wir schießen und das geht dann ein bisschen schneller. So, ich folge dann mal den Pfeilen. Hier ist nichts. Ich bin dann unter der Kanone durch. Dort vorne ist so ein Stein. Ich weiß nicht, ob ich das für den... Ob ich den Minikit-Spender hier damals schon gebaut habe. Und ich weiß auch nicht, ob es hier einen gibt. Ich komme noch hoch. Warum ist ein... Okay, verstehe ich nicht. Ich glaube, man kann ja auch gar nichts bauen in diesem Level. Hier unten... Ich steige dafür kurz aus. Gut, mein Fahrzeug ist trotzdem jetzt hier, obwohl... Ja, gut, wofür bin ich jetzt eigentlich ausgestiegen? So, 6 von 10. Fünf von 10. Das da links sind doch größtenteils nur noch die Steine. Oh, ups, da war einer. So, ich guck mal kurz, ob... Ne, man kann nichts bauen. Alles hier ist ja so auch schon voll bebaut. 7 von 10. Was war das hier? Ach, hier war, denke ich mal, schon irgendwann mal ein Minikit. 9 von 10. Dann hier einmal kurz. Vielleicht können wir in diesem Part auch schon mal wieder ein paar Charaktere abholen. 10 von 10. Ah, nee. Okay, mit der würde ich nochmal rutschen. Die ist aber ein bisschen zu dick, um da durchzukommen. Zu groß. Okay, das sah so komisch aus bei der. Ah, das ist... Nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Okay, ich mach das jetzt mal schlauer. Zum Anfang der Rutsche hier. Das war falsch. So, und hab sie. Wenn ich jetzt nicht unverwundbar wäre, ich vermutlich tot. So, 8 von 10 und ich glaube nur eins wird mir noch angezeigt. Ne, 2, okay. Ey, warum ist denn das Speed jetzt? Schrott. Okay, hier vorne dieser Stein. So, 9 von 10. Und hier vorne halt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwas dafür zerstören müssen. Also, irgendein Fahrzeug. Die Gegner haben hier ja auch Fahrzeuge rumfahren, die natürlich alle auf der anderen Seite in die komplett entgegengesetzte Richtung sind.
So, hier vorne, da. Spinnendruiden. Nein, die nicht. Haben die hier sonst noch irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Doch, natürlich haben die hier noch was anderes. Da ist gerade eins davon zerstört worden. Ja, hier, nämlich diese Teile hier. Vielleicht ja die. Okay, eins von drei, die Teile. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie die heißen. Okay, da werden die angefordert, da bleibe ich stehen. So, ich mache jetzt Spawn-Killing. Aua. Hey. So. Und Minikit. Letzte. Nein, nicht Extras speichern und verlassen. Gut. Und Prinzessin Leia. Würde ich mal sagen. Ja, okay. Klassisch natürlich. So, 53 goldene Steine. Und dann holen wir jetzt nochmal ganz schnell, ganz kurz, die Charaktere. So, hier entlang. Hier rein. Ja, witzig. Ich bin witzig, ich weiß. Danke. Für das Lachen. Warum leckt denn das jetzt so oft? So hier. Schlacht von Geonosis freilassen. Eins, zwei. Warum habe ich die Unverwundbarkeit aus? Ne, die ist an. Warum macht sie mir denn Schaden? Warum ist sie jetzt tot? Warum spawnt sie nicht mehr? Was mache ich denn jetzt? Hallo? Leia? Gut, minus ein Charakter. Ja, ne, die taucht hier gleich schon irgendwo auf. Dann kaufen wir kurz ihn. So, in den Fängen von Grievous. Also. Gut, ich bin ein bisschen zu grob zu denen, glaube ich. Ist nur so eine Vermutung. Wer ist denn hier noch vollständig? Ja, da ist Leia. Wieder. So, Prinzessin Leia klassisch. Rebellen-Einsatztruppe klassisch. Die Zerstörung der Malevolence. Wedge Antilles, klassisch. Und das waren fürs erste alle. Alle. Gut. Aber hier machen wir dann im nächsten Part weiter.